Okay, wir wollen weitermachen in den, mit den Self-Organizing Maps. Ich will Ihnen erklären, wie diese Mechanismen der künstlichen Intelligenz funktionieren und wie man Daten dafür vorbereitet. So, ich finde das sehr wichtig, weil es gibt eine klare Linie, wie man erklärt, was diese Phänomene sind, was wir heute maschinelle Intelligenz nennen. Und ich hatte letzte Woche das erklärt. Es geht eben hier von über die Statistik, Stochastik. Machen wir da mal eben nochmal ein Recap. So, wenn man würfelt, wo haben wir diese Zeichnung hier? Hier, wenn man endlos lang würfelt, dann gibt es auf der einen Seite immer die individuelle Zahl, die gewürfelt ist. Das sind bei diesen Zeichnungen die blauen Linien. Und dann gibt es, diese blaue Linie zeigt immer den, das haben wir tausendmal gewürfelt, und das ist immer der Mittelwert der bis dahin gewürfelten Zahlen. So, und der gibt immer individuelle Verläufe, das sind diese blauen Linien. Und dann gibt es das Ideal einer Zahl, an die sich das im Infiniten annähert. So, das ist eine Fiktion. Oder das nennt man, So, das sind zwei verschiedene Formen von Zahlen. Einmal die Zahl im Infiniten, eine, die es nicht gibt. Und dann die Zahlen der echten Welt, die sich dem im Verlauf einer endlosen Zeit annähern. So, das nennen wir das Individuum. So, und all diese Vorstellungen, dass man sich zum Beispiel anstrengen muss, um es zu verbessern, die Vorstellungen eines Optimums und so weiter, sind immer damit gekoppelt, dass das, was man tatsächlich machen kann, immer Abweichungen hat vom Ideal, weil das Ideal nicht erreichbar ist. So, dann nennen wir das Rote hier, die Idee oder die Fiktion oder eine Spezies und eine Spezifikation oder einen Genotyp. Und das Blaue ist dann immer das, was dann tatsächlich passiert, zum Beispiel das Individuum. So. Und was eingeführt wird im 18. Jahrhundert, ist diese Fiktion, diese fiktionalen Zahlen. So, der Vorgang, dass etwas, was tatsächlich passiert, sich einer Idee annähert, das nennen wir Realität. So. Und Sie können dann alles, was passiert im 18., 19. Jahrhundert, so beschreiben, müssen das aus meiner Sicht so beschreiben. So, jetzt gibt es, wenn man das beobachtet, was man ja beobachten kann, sind immer nur die blauen Ereignisse. Und davon gibt es viele. Und das, worüber man reden möchte, ist das Rote, was es nicht gibt. So, jetzt hat man eine große Menge an Ereignissen, die man misst, und jetzt möchte man wissen, gibt es so etwas, auf zu dem sich diese Ereignisse konvergieren. So, und da gibt es zwei unterschiedliche Haltungen da oder Positionen da. Das erste ist, wenn wir jetzt würfeln und dann über die Zeit jedes Ereignis aufzählen und die Häufigkeit ermitteln, wie oft eine 1, eine 2, eine 3, 4, 5, 6 jeweils gewürfelt sind, dann ist das so, dass
hier jetzt, wenn wir das dann auszählen, wenn wir das auf einer kleinen Zahl machen, dann gibt es hier eine solche Kurve mit den Häufigkeiten der einzelnen Würfe. Wenn wir das, machen wir das mit vielen hier, ich weiß nicht, das ist alles. So, wenn wir das mit 10.000 machen, dann sehen Sie, dass sich das die Häufigkeit annähert, dass die also alle gleich häufig sind, diese Ergebnisse. Wenn also die Häufigkeiten von Ereignissen, so, also nicht der Verlauf der Ereignisse, sondern die Häufigkeit von Ereignissen, wenn die gleich sind, dann haben diese, okay, lassen wir das mal. Nervig. Ja, okay. Wenn die gleich sind, dann haben die Ereignisse keinen Zusammenhang. So, was uns jetzt interessiert, sind mehrere dieser Verläufe. Und wir schauen, ob es etwas so nicht, ob es einen nicht eine fiktive Zahl gibt, auf das das konvergiert, oder ob es einen fiktiven Zusammenhang gibt. So, und wenn diese Verteilungen, also wenn man diese Messungen, wenn man die beliebig lange macht, und es gibt dann Häufigkeiten, die so aussehen von diesen Ereignissen, dann heißt das, dass die Ereignisse keinen Zusammenhang haben. Das nennen wir Zufall. Oder das sieht man dann mit weißem Rauschen, oder das sieht man hier mit diesen braunen Bewegungen. Das hatte ich Ihnen erzählt. Wo es nicht darum geht, mit XY das auszuwürfeln, also X- und Y-Koordinaten in keinen Zusammenhang zu bringen, sondern einfach Richtung und Schrittweite vor den nächsten Schritt in keinen Zusammenhang zu machen. Das heißt, es gibt kein System dahinter, keinen Zusammenhang. So, wobei dieser Zusammenhang fiktiv ist. Sie beobachten nur die Ereignisse und sagen, da kann nichts sein, es kann nichts sein, was wir beobachten können, was die Dinge zusammenhält. Mehr nicht. Im Gegensatz dazu, und das ist dann der Begriff des Systems oder der Struktur, wenn Sie jetzt anfangen, so hatte ich das. Wenn Sie jetzt anfangen, die Zahlen zu würfeln und nur zum Beispiel drei Zahlen zusammenpacken und da jeweils die Summe von bilden. Das heißt, die Würfelzahlen in einen Zusammenhang setzen. Das ist ein System. 1, 2, 3, addieren. 1, 2, 3, addieren. So, wenn Sie so etwas machen und das dann sich angucken, dann wird die Häufigkeitsverteilung so. Das liegt daran, dass die Kombination 1, 1, 1 nur einmal vorkommt. Die Kombination 1, 1, 2, also einmal die 2, zweimal die 1, kommt schon dreimal vor. So, und so gibt es bestimmte Häufigkeiten, die davon abhängen, wie die Kombinatorik dieser Dinge ist. So, und wenn Sie so etwas machen können wie eine Kombinatorik, dann gibt es diese Häufigkeitsverteilung einer Normalkurve. Und diese Normalkurve heißt immer, in dem, was man da beobachtet, aus den verschiedenen Ereignissen, gibt es einen systematischen Zusammenhang. Die Dinge hängen zusammen. So, und das nennt man ein System. Ein System ist, oder eine Struktur. Und ein System ist immer eine Fiktion. So, und man geht immer davon aus, dass man diese Messung hier machen kann, und man abstrahiert davon, wie es funktioniert. Also die Art und Weise, wie das geht, ist vollkommen unerheblich. Man sagt, es geht auf die Art und Weise. Also es hat dieses Verhalten. Mit dem Effekt, dass ich vorhersagen kann. Ich weiß nicht, wir haben hier. So, ich rechne jetzt. Und das ist die Erfindung aus dem 18. Jahrhundert.
Dann ich rechne also den von diesen Punkten hier. Machen wir, ich mache es nochmal. Ich weiß nicht, warum die. So, Sie rechnen die den Mittelwert, Sie rechnen die Standardabweichung aus. Und dann gibt es hier eine Formel. So, das sind die Erfindungen, so haben die das beschrieben. Und wenn Sie dieses E finden, haben Sie immer diese Form, dann sind Sie immer in der Topologie, dann sind Sie immer in dieser fiktionalen Beschreibung und dann sind Sie immer in einer Produktionsanlage von Ereignissen, die bestimmten systematischen Profilen entsprechen. Und es ist immer die Produktion oder die Projektion von Dingen. So, das ist jetzt eine fiktive Beschreibung von Messungen, die hier so sind. Also das ist quasi die Idealisierung von diesen Messungen. Ich nehme einfach dieses Zählen und dieses Messen. Und dann idealisiere ich das, ich beschreibe diese Formeln, das, was alle analytische Wissenschaft macht, beschreibt diese Formeln und diese Formeln sind dann die Fiktion für das Infinite, das ist das, was die Wissenschaft macht. Und das ist dann in der Lage, die Idee eines Zusammenhanges genau zu spezifizieren. Und diese Idee produziert Ereignisse. Also die ist dann in der Lage, Ereignisse zu produzieren, die sich statistisch und in den Messungen exakt so verhalten, wie das, was man beobachtet hat oder was man gerne haben möchte. Das heißt, wenn ich das jetzt hier wieder messe, gibt es wieder diese Form von Kurve. So, das ist das Prinzip des 18. und 19. Jahrhunderts. Deswegen funktionieren die Dampfmaschinen, das ist die analytische Wissenschaft, so funktioniert der Kapitalismus, so funktioniert jede Produktionsanlage und so weiter. So, und wenn Sie in der Architektur gucken, ist das, was Sie von Durand bis Semper sehen. Das ist architektonisches Engineering. Ich würde gar nicht sagen, dass das überhaupt Architektur ist. So, ja? Also diesen Dreh müssten Sie finden. Das, was wir mit Markov haben, ist dieses hier. Dass Sie quasi, und das ist auch etwas schwierig zu verstehen, es gibt diesen Lagrangeschen Dämon, der sagt, wenn wir die ganze Welt kennen, also so gemessen haben, dann können wir eine Formel dieser Welt schreiben und dann können wir die Welt vorhersagen. So, das Problem ist, dass wir die ganze Welt nicht messen können. Kennen wir nicht im Detail. Dann haben wir diesen Butterfly-Effekt und so, all diese ganzen Spielereien um dieses Problem, dass man mit einer ganz kleinen Änderung die ganze Weltverlauf anders setzen kann. Das heißt, dass diese Sachen funktionieren immer nur in Systemen und Systeme sind immer abgeschlossen. Sie brauchen einen Rahmen. Und sie unterscheiden immer zwischen Innen und Außen. Zwischen dem, was Fehler produziert und dem, was Fehler reduziert. So. Und dieser Laplace-Dämon sagt, wenn wir die ganze Welt genau kennen würden, könnten wir die Welt vorhersagen. Da wir sie aber nicht kennen, können wir sie nicht vorhersagen. So, das Verrückte ist jetzt, dass im 20. Jahrhundert mit der Quantenphysik dieser Schritt über den Horizont des Infiniten man den Schritt rausgemacht hat. Und das können wir. Und das geht wieder in diesen einfachen Beispielen. Ich sage es dann so. Und das ist mit Markov 1904, glaube ich. Sie haben diese Serie von Ereignissen, wie den Würfel. Das können Wetterdaten sein und so weiter. So, und das ist jetzt ein eindimensionales Feld. Wir werden nachher vieldimensionale Dinge haben. So, wir haben jetzt hier diese Serie. Dann zählen Sie aus, wie viele verschiedene Zustände gibt es. In diesem Falle ist das wie ein Würfel mit drei Flächen.
Die könnten das auch mit 6 machen, mit 100, mit 10.000 und so weiter. Sie zählen dann aus, welche Übergänge es gibt zwischen den Dingern. Und jetzt zählen sie aus, wie viele Übergänge, also die geben jetzt quasi die Häufigkeiten der Übergänge von einem Element zum anderen. Das heißt, sie verknüpfen jetzt jedes Element mit jedem anderen, wie in der Quantenphysik. So, und sagen jetzt, wie häufig ist ein Übergang von einem zu dem anderen Element. So, sie gucken nicht mehr nach der Häufigkeit in toto, sondern nach der Häufigkeit jedes Elementes im Übergang zu einem anderen. Das ist alles. Und damit kriegt jeder Punkt, oder jeder Punkt in diese, also jeder prinzipielle Ereignis hier, sowas wie ein perspektivisches Bild auf die ganze Welt. So, Sie haben jetzt nicht mehr eine Projektion von einem Zusammenhang in einer Welt, sondern jeder Punkt wird seine eigene Welt. Das sieht man jetzt an dieser Liste hier. Also wie sind die Übergänge von 1 zur Welt? Wie sind die Übergänge von der 2 zur Welt? Wie sind die Übergänge der 3 zur Welt? So, jetzt machen Sie wieder ganz normal diese Stochastik auf jedes Einzelne. Ah, hier haben wir die Funktion. Stochastik auf jedes Einzelne. So, und das haben wir hier. Also, okay. Und dann bauen Sie eine Funktion dazu auf, aber das hatte ich Ihnen ja alles erzählt. Sie sagen jetzt, die Wahrscheinlichkeit, dass 1 auf sich selber geht, ist relativ klein im Verhältnis zu, also er mag vor allen Dingen 2 und er kennt 3 nicht. So, 2 kennt 1, kennt 3, mag sich selber nicht. So, und was Sie jetzt hier jeweils sehen, sind wie bei der kopernikanischen Wende. Ja? Sie haben, also das, was Sie mit der normalen Statistik haben, ist, dass Sie eine Welt haben, auf der alle Ereignisse ausgelegt sind, und dann fangen Sie an zu sortieren, wie das Darwin macht. Die Käfer und die Schmetterlinge und die Ameisen und die Echsen und so weiter, dann sortieren Sie die alle aus und machen die auf dem großen Tisch in den Museen, sind die alle so ausgebreitet. Und nach diesen statistischen Methoden wird das jetzt so gemacht, dass die Glockenkurven scharf sind. So, wenn ich jetzt da zu einer Ameise einen Käfer dazu setze oder eine Spinne, dann sind das Fehler, also weil die Kurve dann flacher wird. Es gibt Ausreißer. Wenn ich auf das Ziel schieße, einfach irgendwie daneben schieße. Und jetzt werden die ganzen Spezies, also die ganzen Individuen, so sortiert, dass die Spezies eine scharfe Kontur kriegen. So, die gesamte Statistik ist eine globale Auslegeordnung. So, das ist Flachland, also Flatland, und das ist eine geozentrische Weltsicht. So, was Sie jetzt hier haben und was auch sehr präzise in diesen Art von Darstellungen ist, ist eine heliozentrische. Jetzt kreisen die einzelnen Elemente als Planeten umeinander. So, jeder guckt auf jeden und das Ganze dreht sich. Und das geht nur mit diesen merkwürdigen kleinen Zahlenspielen. So, und darüber zu meditieren, ich weiß nicht, ich bin seit 5 Jahren dabei und staune immer wieder, was Zahlen können, was Kombinatorik mit Zahlen ist und wie, wenn man das so ein bisschen verschachtelt, dass die Welt einfach anders wird. So, es ist klar eine kopernikanische Wende. Und es sieht so aus. Und das sind diese Grafiken, die wir kennen. Wir haben die hier in Google. Das sind die typischen Zeichnungen, die wir da haben, die Bilder, die wir haben. Das sind solche, exakt diese Dinge. Da sehen Sie, die mögen sich alle in der Regel selber und so weiter. Das sind diese Darstellungen, die man so lesen kann. 1 mag sich etwas, mag vor allen Dingen 2, kennt 3 nicht.
2 kennt, liebt 1, kennt sich nicht, mag 3. So, das ist eine andere Darstellung von dem. So muss man das lesen. So, jetzt will ich Ihnen, das hatten wir letztes Mal gemacht zur Einstimmung. Und dann kann man, ja, lassen wir mal hier, lasse ich das nochmal laufen, jetzt wieder eine Maschine bauen, die Ereignisse produziert in beliebiger Menge, die exakt dieses kopernikanische Weltmodell repliziert im Infiniten, sich so verhält. So. Alle Wettervorhersage, die wir haben, geht natürlich so. Wir haben die Wetterstationen und sie sagen immer, wenn eine bestimmte Konstellation von Wetterstationen da ist, wie sieht das morgen aus? Wo gehen wir als nächstes hin? Und dann sagt man, ja, wenn die Konstellation so ist, dann wird an der Wetterstation B morgen mit so einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, tschack, das so sein. An der Wetterstation A, tschack, und so weiter. Wenn Sie bei Amazon einkaufen, sehen Sie, ja, was ist das, was Sie als nächstes einkaufen? Immer das Gleiche. Mehr gibt es nicht. 1904, wichtig, nicht 1998, 2004, 2017 oder weiß der Teufel was, 1904. Ja? So, und so funktionieren jetzt Maschinen, die das replizieren. So, und jetzt hatten wir dann den Car Driver, hatte ich Ihnen erzählt. So, jetzt möchte ich da das im Detail nochmal diskutieren. So, und fangen wir an mit, bevor wir dann wieder an unsere große Aufgabe gehen, so eine digitale Bibliothek mit AI-Techniken in Bild und in Ton und in Text analysieren zu können. So, was wir jetzt versuchen ist, vorherzusagen, Bilder, Texte, Worte und so weiter. So, und jetzt zeige ich Ihnen, wie das immer geht, warum das immer gleich ist und warum das hier der Mechanismus ist. Der Rest Tricks. Ja? Machen wir jetzt hier nochmal. Also, was heißt Tricks? Das sind Techniken, mit denen man das schnell hinkriegt. So, das hat gedanklich brauchen Sie nicht mehr lernen. So, hier habe ich eine Maschine, die zufällig Farben produziert. Das sind jetzt unsere Ereignisse. Sondern eine Farbe hat, das sind jetzt Ereignisse. Das ist jetzt das erste Ereignis. Und jetzt kann ich hier sagen, ich möchte gerne, das sind die 3 RGB-Werte. So, da haben wir also jetzt nicht einen eindimensionalen Vektor, wie in dem Beispiel von Markov, sondern wir haben einen dreidimensionalen Vektor im Raum. So, wir schauen uns, weil das lustig ist, diesen dreidimensionalen Vektor als Farbe an. So, wir können es auch als Punkt im Raum angucken. So, also wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, also jetzt zum Beispiel diese Punkte hier, oder sagen wir diese Punkte, nur das zum Spielen. Ne? So, jetzt haben wir das, jetzt sagen wir Graphics. Wir haben jetzt hier die Koordinaten und jetzt sagen wir Graphics 3D, Red. So, und jetzt sagen wir Point Size 0.2, Point von List von den Events. So, das müsste es sein. Ist es nicht. Ja, das sind die.
sollte schon gehen, ne? Da. So, das sind jetzt die Punkte hier im Raum. Und das sind diese Farben. Das interessiert uns nicht, ob das Farben, also das sind einfach, wie ich das erzählt habe, also einfach, man gibt die gleichen Zahlen einfach in einen anderen Kontext und dann wird er einfach anders gerendert. So, alles Bild, alle Grafik funktioniert so. Deswegen können Sie auch kreuz und quer die Dinge miteinander verwechseln. So hat, das hatte ich erzählt, was Transformation und Übersetzung bedeutet. Von einem strukturellen Kontext nimmt man die Dinge raus und packt sie in einen anderen. So, haben wir das. Okay, now wir, haben wir diese Zahlen. Was wir jetzt brauchen, sind diese Vektoren von den Events. In dem Fall ist das trivial. Ja? Lassen wir das, machen wir das auf 200 erstmal. Das brauchen wir nicht mehr, das hatten wir zum Ausprobieren. Und die Liste der Events brauchen wir auch nicht, das wird dann genauso funktionieren. Das sind jetzt unsere Vektoren. Die Dimensionalität unserer Vektoren ist dreidimensional. Und jetzt bauen wir was wir bauen, ist ein Vektorfeld, was die Dimensionalität hat unserer Vektoren. Aber wir sagen jetzt, wir haben da eine gewisse Konsistenz. Wir haben ein Bündel von Vektoren, und zwar 6 mal 6 in dem Fall. Wir setzen das gleich rauf und machen das anders. Wir sagen, 6 mal 6 solcher Vektoren gibt es. Das heißt, wir haben wie bei Descartes ein Koordinatensystem von oben geguckt mit 6 mal 6 Punkten, 36 Punkte, mit von 0,0 bis 1,1 bis 6,6. 36 Punkte. So, und diese Punkte setzen wir random color, in dem Fall, also random Zahl. Das heißt, die Punkte sagen, wie ich das immer erzähle, ich bin die ganze Welt nicht. So, das heißt random. Ne? Es gibt keinen Zusammenhang. Ich bin nicht in irgendeinem Zusammenhang. So, jetzt nehmen Sie eine Farbe und schmeißen das da rein. So, jetzt haben die, ich kann Ihnen auch jetzt die Punkte zeigen. Also wir machen das mal eben. Hier haben wir jetzt die Summe. So, das sind jetzt hier, das sind die Weights hier. Das habe ich jetzt so programmiert und das sind ein paar Daten, die jetzt einfach helfen. So, also, die heißt Sum A. Das ist ein Individuum. Und jetzt gehen wir hier Sum A und gucken uns die Weights an. So, das ist jetzt eine Reihe, die muss ich jetzt nochmal Package machen, das ist aber aus pragmatischen Gründen. Partition von dem auf 6. So, jetzt wird es gepackt in 6 mal 6. Und jetzt kann ich sagen, Image davon, und dann ist das. Das ist jetzt unser Feld von 36 Punkten, die alle nicht die Welt sind. Aber irgendwas. So, das ist vollkommen zufällig. Ja? Irgendwas. So, jetzt nehme ich eine Farbe von hier oben. Random Color. Die erste Farbe. Und schmeiße die da rein. So, und jetzt fällt die auf den Punkt, wo dessen Farbe in diesem Fall in euklidischer Distanz am nächsten ist. Also jetzt habe ich dann, jetzt messe ich den Vektor von dem Event und gucke, welches Feld ist dem am nächsten. Euklidische Distanz heißt einfach, ich habe zwei Vektoren und gucke im Raum, wer ist am nächsten.
Das kennen wir als das Nächste. So, man kann auch andere Distanzmaße machen. Hier ist es jetzt euklidische Distanz. So, das heißt, ich schmeiß da rein und er fällt auf das Feld, was ihm am nächsten ist. So, und breitet eine Welle aus. So, der Punkt, auf den das kommt, der findet das super, dass er getroffen ist. Er kriegt einen Score, ein Like. Passt sich etwas dem neuen Ereignis an. Also man fängt jetzt an, also das ist natürlich eine Distanz. Also wenn wir das jetzt im Raum angucken, dann haben wir hier diese vielen Punkte. Ich schmeiße jetzt den neuen da rein. Dann ist das jetzt so, dass der nächste Score kriegt. Und er freut sich und geht etwas in die Richtung. So. Die nächsten gehen weniger in die Richtung, die kriegen weniger Score, die kriegen weniger und so weiter. Und so richtet sich alles ein bisschen auf den neuen Punkt ein. Und je weiter die entfernt sind, desto weniger Score kriegen die und je weniger richten die sich ein. So, jetzt mache ich das immer. Jetzt befeuere ich den Raum immer mit den ganzen Ereignissen. Und die freuen sich immer, kriegen Scores, wabab, und bewegen sich alle ein bisschen. Das ist alles. So trainiere ich mein Hirn. Also jetzt kann ich zum Beispiel sagen, Idee Image von dieser Song. Das gleiche wie hier die Farben, aber in 3D dargestellt, wo jeder Punkt hier nur den einzelnen Wert darstellt. Also eigentlich ein Graustufenbild, ein Grauvoxelbild von dem Gleichen. So, wenn ich jetzt die Dinger hier übereinander lege, so, das ist ein Graustufenbild. Und ich hatte diese Slices gemacht. So, das sind die rot-grün, in unserem Fall rot-grün und blau Anteile dieses Bildes hier. So sieht das immer aus. So, das ist okay. So, jetzt machen wir das und trainieren. Und jetzt ist das neue Bild, ich sage einfach trainieren, die Sum A mit den Vektoren hier oben, 10.000 Mal reinschmeißen, ich nehme 10.000 von den Farben, ja, immer wieder, ist ein Random Choice auf die Liste von den Vektoren, und das mache ich 12 Mal hintereinander. Und zwar so, dass ich die ersten 10.000 Würfe mache ich grob, da sind die Anpassungen groß, beim nächsten weniger und beim letzten ist es eine Feintuning. So, damit wird es smoother. So, wenn ich das tue, jetzt machen wir mal hier 2000 Farben, naja, lass 200 ist okay, dann geht das erstens sehr schnell, bam, und das ist jetzt das Feld, was angepasst ist. Wenn ich dem jetzt sage, Image Partition Weights 6 und jetzt nicht von dem Weights, sondern von dem Neu, New. Dann kriege ich so ein Bild. So, was er gelernt hat, ist, dass es verschiedene Farben gibt und er fängt an, die so zu sortieren. Das heißt, er kriegt ein Verständnis für den Zusammenhang des Farbraums. In unserem Fall. Ohne, dass wir irgendwas erklärt haben. So, wir haben ihm ja nur Zahlen gegeben. So, und er stellt fest, dass es offensichtlich, dass es, wir machen es jetzt mal mit vielen, machen wir hier 2000 zufällige Zahlen. Jetzt trainieren wir hier mal 12 auf 12. Das sind die Vektoren. So, und dann haben wir 12. Aber wir können auch hier 24 nehmen.
jetzt haben wir hier ein großes. Jetzt können wir das trainieren. Machen wir hier nur 2000. Und trainieren das. Fertig. Hier wieder 24. Und hier haben wir den Fahrt. So, das ist ja schön. Also er versteht was davon. Was heißt, aber er hat nichts verstanden. Er hat einfach nur Zahlen sortiert. So. Und jetzt müssen was. So, das heißt, er versteht, was gelb ist, er versteht, was blau ist, was rot ist, was grün ist und so weiter. So, und ich kann jetzt einfach irgendeinen Vektor da reinschmeißen und dann sagt er mir, also jetzt gibt es sowas wie ein Konzept gelb, das ist hier, und dann gibt es sowas wie ein Konzept grün oder blau, magenta und so weiter. So, ich kann jetzt auch zum Beispiel die Farben von irgendeinem Bild nehmen und dann macht er den Farbraum eines Bildes. Nehmen wir zum Beispiel hier, gehen wir auf irgendein Bild und was machen wir hier, NZZ. Gehen wir vor. Okay, mag ich ja. So, dann nehmen wir hier Copy. Jetzt gehen wir hierher. So, und machen. Image ist das hier. So, jetzt gehen wir hier Image Data von Image. Dann haben wir jetzt hier lauter Farben drin. Jetzt müssen wir das 1-2 mal flatten. Flat. Falscher. So, jetzt haben wir 600.000 Farben. Ah, ich habe so viele. Na, ich muss das nur einmal flatten. So, jetzt haben wir ein Feld mit 200.000 Farben. Ja? Das ist unser Vektor. So, jetzt kann ich hier einfach statt die Zufallszahlen hier oben oder hier die Zufallszahlen trainieren. Also unsere Events sind das hier. Vektoren waren, die waren random. Now, jetzt sind die Vektoren waren von dem Random. Jetzt ist unser Vektor von dem Bild. Ich kann jetzt das Ding hier nicht, ich kann auch wieder ein neues SOM machen, also wieder ein zufälliges Feld, also was nichts kennt von der Welt. Und statt jetzt das mit den Farben zu penetrieren, dass er die Farben kennt, kennt er jetzt das, fängt er an, das Bild zu kennen. So, das heißt, ich kann jetzt hier sagen, wo war unser Trainierer? Hier. Jetzt trainiert er das Bild und das ist der Farbraum von dem Bild. So. Das ist die ganze Zauberei. So, jetzt müssen wir, und dann gehen wir, geht jetzt, das ist alles. So, Sie müssen verstehen, dass es nur dieser Mechanismus ist. Und das eigentliche Geheimnis ist, wie kriege ich das hin, dass so ein Vektor irgendwas ist? Wie kriege ich das, was in der Welt ist, in einen Vektor? Wie kann ich Dinge vermessen? So, und wie kriege ich das hin, dass die Dinge, die man vermisst, in einem bedeutungsvollen Zusammenhang stehen? So, deswegen ist das, was wir im Internet erleben, dass die alle immer versuchen, dass man zum Beispiel jetzt so Folgen macht, dass man diese Likes und so weiter macht, sodass man immer, dass sie einen versuchen, dass man das immer wieder benutzt und so weiter. Weil die dann davon ausgehen, dass, weil sie wollen ja nichts, können ja nichts verstehen. Sie müssen nur annehmen, dass etwas Bedeutungsvolles da ist. Und deswegen müssen sie einen in einen Loop bringen. Weil sie gehen davon aus, dass wenn ein Computer immer wieder was macht, dass die Sequenz von den Ereignissen, die da sind, bedeutungsvoll sind. So, unser bedeutungsvoller Zusammenhang war das Bild. So, wir haben jetzt Ereignisse, eben die Farben, von einem bedeutungsvollen Zusammenhang, der das Bild war. Und deswegen können wir rechnen über das Bild, über nichts anderes.
Wenn Sie Auto fahren, ist der bedeutungsvolle Zusammenhang, dass die Sensoren immer gut fahren. Keine Leute überfahren, nicht vor die Wand knallen. So, und das ist der bedeutungsvolle Zusammenhang. Und dann fährt das auch so. So, wenn Sie in Amazon in immer einen Loop gehen, dann ist das ein bedeutungsvoller Zusammenhang, weil Sie immer wieder weiterkaufen. Und darauf, das ist das Problem, was Sie haben. Sie müssen Dinge in einem, diese Vektoren in einen bedeutungsvollen Zusammenhang bringen. So, das heißt, Dinge messen, die relevant sind, um das zu beschreiben, was Sie denken. Und Sie müssen das so inszenieren, dass es perpetuiert benutzt wird. Das ist das, was wir beobachten im Internet, weil diese Mechanismen das erfordern. So, hier gibt es jetzt zum Beispiel von Tweets, wir können auch nochmal hier angucken, auch von zum Beispiel Wikipedia Words, von 5 Gigawords gibt es einen 100-dimensionalen Vektor. So, das ist jetzt so etwas wie ein Hirn, wie ich das erzählt habe, genau so ein Feld hier. Und zwar von allen Wörtern, was trainiert ist mit 5 Gigawords, auf 100 Dimensionen gerechnet wird und trainiert ist mit 5 Gigawords von Wikipedia. So, und wenn ich das jetzt hier auslöse, dann fragt er nach dem Vektor der Katze. So, jetzt muss er das gerade laden. Jetzt lädt er das Brain. Und das ist der 100-dimensionale Vektor von der Katze. So, das kann man. Das Interessante ist ja jetzt, dass man, wenn man jetzt so die Vorstellung hat von dem Bild oder von dem Farbraum und so weiter, dann kann man das ja nehmen. Man kann das Standard fahren. So, und das ist jetzt der Vektor der Katze. Ich kann jetzt auch sagen Architektur. Oder wir hatten hier den Farbraum zum Beispiel. Jetzt kann ich hier sagen, das ist das, was man hier machen kann. Ich sage ID ask. Jetzt frage ich die SOM A. Was passiert denn, wenn ich sage 0,5? Was sagst du denn zu dem Vektor 0,5, 0,5, 0,5? Was sagst du dazu? Und dann sagt er, ja, das ist mir bekannt unter meinem Vektor 399. Also gucke ich jetzt nach und sage ID, wait. Ah, das ist der nächste Punkt hier, 399. Dann sagen wir wait von 399. SOM A. Ah, ich verschreibe mich da immer. Wollen wir das? Hier, Weights. Hier. Und dann sagt er, ja, 0,55, also halb, kenne ich. Und das, was ich kenne, das erinnert mich an das. Das ist der nächste Punkt. So. Das heißt also, jetzt kann ich das mit Wörtern genauso machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier Architectures mache, komme ich ungefähr auf den gleichen Punkt. Und die haben halt einfach das ganze Vokabular gemacht, statt alle Farben. Jetzt gibt es sowas wie Dimensionality Reduction. Jetzt kann ich zum Beispiel, wie machen wir das jetzt? Wir gucken hier, Dimensionality Reduction, Dimensions Reduce, gucken, wie das geht. Examples. Lassen wir das mal schauen, gucken hier.
Ja, genau. Dann gibt es jetzt, könnte jetzt sein, dass, also da kann man das so reduzieren, dann kriegt man halt eine Projektion der 100 Dimensionen in den dreidimensionalen Raum, was nicht viel nutzt, weil man viel an Zeug verliert. So, 100 Dimensionen sind fein. So, das, was ich jetzt, was wir jetzt machen wollen heute, ist, dass ich Ihnen zeige, wie man einen Vektor für Bilder kriegt. Und dass wir Bilder in der SOM verarbeiten. Ja? Statt Farben oder Worte, das werde ich nächstes Mal machen, oder Sätzen und Texten werde ich Bilder so verarbeiten. So, ich habe hier eine Funktion, die mir einen 108-dimensionalen Vektor aus jedem Bild macht. So, und das Ganze geht jetzt. Ich kann das vorführen. Also jetzt haben wir hier Image, ist ja der hier. Das ist hier die Funktion von Image List. So, das ist der Vektor. Wir sehen, das geht wunderbar schnell. Ich kann es also tausendfach machen. Und das ist ein Vektor, der jetzt charakteristisch ist für das Bild. Mit dem kann ich Distanzmaße von, also kann ich anfangen, euklidische Distanzen zwischen Bildern zu rechnen. So, wie habe ich das gemacht? So, es gibt da verschiedene Methoden und das muss man auch designen. Also wie vermisst man was? So, in diesem Fall, das hatte ich Ihnen erklärt, ich möchte gerne, dass der optische Eindruck der Bilder dafür entscheidend ist, dass sie ähnlich sind. Deswegen übersetze ich das Bild in das HSB-Format, weil das ist die Physiologie, während RGB die Physik der Bilder ist. So eine Distanz in HSB von 0,1, egal wo, wird immer als Äquidistanz empfunden. In RGB ist das nicht so. Da sind Dinge in der Wahrnehmung sehr, sehr gleich, obwohl sie große Distanz in RGB haben. HSB ist dafür da, dass das Distanzmaß dem Auge entspricht und unserer Wahrnehmung. So, weil ich die Bilder nicht in der Physik, sondern in der Wahrnehmung gerne ähnlich haben möchte, muss ich das mit HSB machen. So, das ist das Erste. Macht viel aus. Kann das probieren, mal so, und dann stellen sie fest, es ist einfach lustig. Also viel besser, wenn man das auf HSB macht. So, das nächste ist, ich transferiere das in die Frequency Domain. So, das, was sagt, ich gucke mir die Topologie des Bildes an, das heißt den Zusammenklang der Pixel. So, es gibt immer, das hatte ich auch erzählt, es gibt zwei Repräsentationsformen. Es gibt immer die Time Domain, so wird das, wie das genannt wird. Das ist die Pixel in ihrer Lage im kartesischen System. Da haben die Distanzen und einen bestimmten Ort im kartesischen System. Koordinate 43, 43, 102 und so weiter. So, dann haben die Punkte da. Das interessiert mich nicht, weil wenn ein Punkt jetzt hier auf 43 ist, dann ist das für mich eigentlich nicht so wichtig, ob der auf 43, auf 41, 42 und so weiter ist. Der Unterschied ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass da in der Ecke irgendwie rot ist. Wichtig ist auch, dass wenn da jetzt rot ist, dass dann in einem gewissen Abstand da auch wieder rot ist. Und das ist auch nicht wichtig, ob das jetzt hier oder hier so. Das, was mich also interessiert, ist quasi die Rhythmik der Zusammenklang der Pixel. Also nicht der Ort, sondern die Art, wie das zusammenhängt, zusammenklingt. So, und das ist die Frequency Domain. Also das Zusammenspiel der Punkte, die Wellenbeschreibung der Objekte und des Artefakts und nicht die Partikelbeschreibung. So, mit Fourier wissen wir, dass wir das transferieren können. Das heißt, ich nehme jetzt das Bild und nehme die Wellendarstellung.
Damit geht es nicht darum, wo etwas liegt, also präzise was zu identifizieren, sondern wie es zusammenhängt. So, dann mache ich einen Low- und High-Pass-Filter drauf, weil die kleinen Details interessieren mich nicht, die ganz großen Sachen so, und dann habe ich einen Vektor. Und darauf mache ich die euklidische Distanz. Das heißt auf Physiologie und den Zusammenklang der Bilder. Fertig. So, beides geht sehr schnell. Und diese Funktion macht das. Auf jedes Bild. Ich habe nur einen High-Pass-Filter. Low-Pass-Filter. Das heißt, die hohen Frequenzen nehme ich weg. Das heißt, die hohen Unterschiede. Sondern ich nehme nur die Rhythmen bis irgendwie in 36, bis Frequenzen 36. Also die hohen Frequenzen sind draußen, die braucht man nicht. Deswegen das jetzt dreimal, das mache ich für jede Farbe, deswegen sind das dreimal 36 Dimensionen. So, haben wir das, ja? Jetzt haben wir das Problem, dass wir viele Bilder brauchen. Wir brauchen immer viele Ereignisse. So mit den Farben ging das, war ein einfaches Spiel. So, Sie können auch, so, wenn Sie jetzt anfangen, Worte da zu machen, die Nachbarschaften von Worten nutzen, sind das auch nichts wirklich. Erstmal. So, wir brauchen also eine Anwendung. Das ist das, was wir bisher im Semester gemacht haben. So, jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie ich von unseren Mathematikerdokumenten, die wir gepasst haben aus dem Internet, die habe ich jetzt fragmentiert in einer Datenbank. Das werde ich Ihnen alles geben. Und dann habe ich jetzt in dieser Datenbank ganz viele Bilder. Und mit denen möchte ich jetzt arbeiten, sodass ich zum Beispiel von allen Bildern der Bibliothek oder allen Bildern, die wir in den Filmen haben oder alle Bilder, die wir von einem Blog holen, solche Zusammenstellungen machen können. Gut, also gehen wir nochmal her und schauen uns an, wie solche Sachen hier aussehen. Nur damit Sie das wieder recap. So, das ist das Prinzip, was ich Ihnen erzählt habe, wie AI funktioniert. Jetzt kommt das Handwerk, wie Sie einen bedeutungsvollen Arbeitszusammenhang bauen können. Das ist das, was wir probieren dieses Semester. So, Grundlage ist jetzt hier, wie wir das beim XML kennen oder was mit dem Lambda-Kalkulus ist und so weiter, ist, dass Sie immer Struktur und Form kapseln. Das hatten wir hier diskutiert. So, Sie sehen immer bestimmte Fragmente, die immer eine Strukturinformation und dann eine Forminformation haben. So, wir kannten das auch hier, immer plus Strukturinformation und jetzt gibt es hier Forminformation. Ups. Immer das Gleiche. So, und wir sehen das auch, wenn wir jetzt hier reingehen, in der Beschreibung von der Zelle hier, wir haben immer und jetzt geschichtet und so hierarchisch gekapselt, immer Strukturinformation und dann die Forminformationen. Die Form ist dann wieder Struktur, Form, Struktur, Form und so weiter. Solche hierarchischen Schachtelungen. Das ist das, was ich zirkuläres Schreiben nenne. So, das ist wieder die kopernikanische Schreibweise. So, das, was wir in der Schule lernen, ist, dass Sie die Buchstaben ausrollen, dann meinen Sie, die liegen da. So. Und dieses Schreiben ist halt Wirf. Das Kodieren. Das ist kopernikanisches Schreiben. Deswegen ist es auch so kompliziert, das irgendwie stabil zu halten. Immer wieder quetscht irgendwas weg und so weiter. Und entweder kann man balancieren da drin oder man kann es nicht. Wenn man es kann, rollt man immer mit einem Zirkel die ganze Welt ein. Wenn nicht, ist das alles mühsam. Viel Arbeit. Viele Bilder, viel Zählen und so weiter. Ja? Gut. Das war jetzt wichtig. So, was wir bisher übersetzt hatten, waren all die Parser, dass wir Strukturen, die wir hatten aus dem Internet oder aus den gescannten Büchern mit PDF
oder wo immer wir das herhaben, dass wir das übersetzen in die Strukturform von Mathematikerdokumenten. Das heißt, wir haben diese Strukturform in diese Strukturform übersetzt. Konkret habe ich jetzt, machen wir mal hier, ich habe jetzt hier eine mittlerweile sehr große Bibliothek, ich habe die Bücher, da habe ich jetzt viel ausprobiert. So, ich habe bei Designboom jetzt viel runtergeladen. Ich bringe jetzt mittlerweile den Code, das heißt das, was ich hier programmiere, auch da rein. Ich habe jetzt eine Reihe von Büchern, von Filmen. Ich habe einen Haufen Musik. Ich habe Nachrichten. Ich habe ihre Studentenarbeiten, Wikipedia und so weiter. So, und jetzt geht man zum Beispiel hierher mit NZZ von heute. So, und Sie sehen jetzt immer das, was hier gibt es Fehler, das kann man dann wegmachen. So, und es gibt immer Formstruktur, die ich aus dem Internet geholt habe und übersetzt habe und jetzt hier verfügbar habe als Editor. So, ganze NZZ von heute. So, da sind jetzt ein Haufen Bilder drin und es sind jetzt viele Gigabyte, also eine Reihe, also wegen den Filmen, aber ich habe jetzt wirklich eine große Menge. So, das Problem jetzt ist, dass einmal so ein Dokument zu öffnen immer irgendwie 2 Sekunden dauert. Das Problem ist auch, dass Mathematiker so ab 200, 300 Megabyte irgendwie lahm wird. Das heißt also, mit Gigabytes kann ich da nicht arbeiten, Dokumenten. Da ist auch ihr Speicher voll und so weiter. So, das, was man dann tut, ist eine Datenbank organisieren. So, was ich jetzt gebaut habe, ist eine Datenbank. Auch da werde ich Ihnen präzise Anleitungen, wir können das in der Vorlesung nicht genau machen, ich werde präzise Tutorials machen, wie Sie das aufbauen können und wie Sie das dann runterlegen können. Was ich hier jetzt habe, ist all die ganzen Formstrukturen in der Datenbank abgelegt. So, es gibt jetzt Übersetzer, die meine ganzen Mathematikerdokumente nehmen und jedes Fragment schack in die Datenbank legen. So, und davon habe ich jetzt mittlerweile 130.000. So, die haben alle diese interessante hier, Nummer hier, das ist dieses. Das sind diese Create UUID von My. Das ist das eine weltweit einmalige Nummer jetzt. Und dies, so, damit können Sie, da sind so viele Möglichkeiten von den Ziffern, dass Sie, das ist ja alle hexadezimal, deswegen sind da die Buchstaben dabei, dass Sie jedes Sandkorn der Welt damit bezeichnen können. So. Und Sie können die immer wieder neu erzeugen. So. Mathematiker gibt seinen Zellen immer solche Nummern, ich gebe denen solche Nummern, damit ich sie wiederfinde. So, was ich jetzt tue ist, ich gehe jetzt in die ganzen Mathematikerdokumente, nehme die ganzen Zellen, so wie die sind, gebe ihnen so eine Nummer und sage, an welcher Reihenfolge die im Dokument sind. 1, 2, 3, 4, 5, diese Nummer und dann, was da drin steht. Und packe die in die Datenbank. So, das heißt, wenn ich jetzt anfange, zum Beispiel hier das hier nehme, jetzt vergesse ich das. So, jetzt gehe ich hierher und sage in diesem UID, any column in UID, möchte ich gerne contains diese Nummer und das suchen. Dann findet mir genau dieses Element. Ja? So, was ich jetzt programmiert habe, ist, wenn ich dieses Buch hier nehme, so, MTP, Datenbank, Cell,
get cell of your ID. So, und jetzt sage ich hier von in diesem Buch, das muss ich mir behalten. Und ich sage diese Nummer hier. Ah ne, diese hier wollten wir haben. Copy cell. Ich habe den Namen immer nur so get selected cell, ja hier select cell by URI ID, das brauchen wir. Global kann weg. So, da haben wir es. So, dann geht er jetzt hier never let me down und dann hat er diese Cell und das ist da oben dieser Link in die Webseite. Dieses Element ist das. Das steht, und Sie sehen, das ist jetzt hier 2 oder 3 am Anfang von dem, und hier steht auch, das ist die dritte Zelle in diesem Dokument, hat diese Nummer, und jetzt kann ich auch rausfinden, also jetzt kann ich über diesen Data hier, das komplett, da ist jetzt also der Inhalt, hier ist jetzt komprimiert, das was hier, dieser Code ist da jetzt drin. So, das heißt, ich kann jetzt hergehen und fragen in der Datenbank. Fragen, gib mir Copy Cell. Das gehe ich jetzt hier rein. Und jetzt sage ich im Buchname. Im Buchname, es ist wie Excel. Ja? Im Buchname, nur mit 100 Millionen, wenn Sie wollen. Das ist eine Datenbank. Und es stürzt nie ab. Und Sie können mit ganz vielen Leuten gleichzeitig drauf und so weiter. So, also jetzt wie Excel. Never let me down. Jetzt möchte ich gerne in Buchnamen all diese Dinge haben. Und dann sieht man hier, ja, das sind 191 Zellen. Und das sind alle Zellen von diesem Dokument. Wenn ich jetzt dahergehe und von denen in dieser Reihenfolge all diese Daten nehme, kriege ich dieses Dokument. Ja, genau dieses Dokument. Exakt so, wie es ist. So habe ich das jetzt abgespeichert. Das heißt, die Dinge sind jetzt nicht mehr im Filesystem abgespeichert, sondern ich habe das fragmentiert wie einen Mixer in alle Elemente, alle Zellen. Und eine Zelle ist immer Strukturform, irgendein bedeutungsvolles Element, was immer es ist. Ein Bild, ein Text, eine Überschrift, ein Link, was immer. So, und die haben jetzt alle eine eigene Adresse. Die weltweit einmalig ist. So habe ich das gemacht. So. Ist okay, ja? Ich zeige Ihnen, wie das geht. Ich mache Ihnen eine Präsentation. Ist etwas tüftelig, das habe ich noch nicht in allen Varianten durchgespielt, wie man diese Datenbank installiert und anschließt. Das muss ich noch präziser machen. Und dann mache ich Ihnen noch was wie eine Ein-Klick-Version, dass Sie Ihre Mathematiker-Dokumente in diese Datenbank kriegen. So, das ist zu viel, wenn Sie das im Detail, wenn ich Ihnen das erkläre. Wir kommen nicht zurecht mit der Zeit. So, wenn Sie jetzt alle Ihre Elemente als Fragmente verfügbar haben, dann ist die eigentliche Frage jetzt, wie sortieren wir das? Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir die ausgeklinkt aus dem geozentrischen Ding, wir können die jetzt rotieren lassen. So. Das heißt, jetzt habe ich hier ein Medium und jetzt gehen wir hier auf Type, das ist Medium, Medium, Image. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr 26.000 Bilder da drin. So, das macht dem überhaupt nichts. So. Und jetzt möchte ich gerne mitarbeiten. So, und jetzt wissen wir schon, jetzt haben wir ganz viele Bilder. Wir haben jetzt Bilder in einem Arbeitszusammenhang, wir können damit arbeiten. Wir haben ganz viele Bilder. Jetzt haben wir einen Mechanismus, mit dem wir Bilder messen und vergleichen können. Und jetzt will ich einfach eine Summe damit bauen, um zu gucken, wie sieht das aus, was kann man damit
So, das sieht jetzt so aus. Also, ich gehe jetzt hier zum Beispiel her und nehme von Design Boom, nehmen wir zum Beispiel alle Architektur in der Schweiz. Ja? Gucken wir das mal an, nur damit man es jetzt schnell macht. So, das ist unser Buch. Und jetzt checken wir das ab. Ich habe so einen Timer da drin, alle neuen. So, ich habe jetzt nur ein Buch. Ich kann das auf jedes Directory in meiner Library machen. Dann nimmt er alle Bücher, die da drunter sind. So, das zeige ich Ihnen auch gleich. Nur, dass Sie es geht jetzt darum, dass Sie eine Vorstellung bekommen, wie das geht. Wir können es noch nicht machen. So, das hier holt mir jetzt aus der Datenbank alle Bilder, die da drin sind. Jetzt fragen, wie viele das sind. Das sind 1200 Bilder. Das in einer Sekunde ist okay. Huh? Nicht so, man kann es auch in 0,1 haben, aber so. Eine Sekunde ist okay. So. Immerhin 1000. Und die Seele macht auch nicht viel Stress. So, jetzt baue ich eine Datenbank, so wie wir das hatten. Ich baue jetzt einfach so einen Pool mit zufälligen Dingern und werfe dann jetzt die Bildervektoren da rein. So, jetzt machen wir genau diesen Prozess und dann haben wir eine SOM. So, jetzt übersetzt der, die hat er das gerade gemacht. Der hat die, jetzt macht er das Trainieren. Vorher hat er die Vektoren gerechnet für die Bilder. Jetzt clustert er die und ist fertig. Weil er hat schon alles gelernt. So, das ist also schnell. Da bin ich auch sehr glücklich. So, jetzt kann man das speichern und man kann das laden. Dann kommen wir da schneller zu. Und jetzt kann man das sich angucken. Und dann sehen Sie das. So, statt RGB haben Sie jetzt Bilder sortiert. Und er hat jetzt Vorstellungen von der Komposition der Bilder in Bezug zur visuellen Unterscheidbarkeit. Und Sie sehen, das funktioniert. So, jetzt kann ich, das habe ich hier, hier draufklicken und jetzt sehen Sie, dass die, also das Weiße sind alles Bilder, die nicht funktionieren, aber hier, das sind jetzt alle Bilder, die ungefähr so aussehen. Funktioniert gut, hä? Jetzt gehen Grundriss, gehen da drauf und dann kriegen Sie den Grundriss hier. Holen sich die Image Source. Das ist jetzt mein Mathematiker-Dokument und das ist die Source in dem Design Boom. Super, ja? Und dann gucken. Jetzt können Sie ein solches Bild nehmen, Copy. Und jetzt fragen Sie die SOM, die Schweiz, was sagst du dazu? Und dann sagt er, das kenne ich dazu. Ich kann auch ein anderes Bild nehmen, was er nicht kennt. Also wie ich das mit den Farben gemacht hatte. Ich kann jetzt also hier dieses Bild hier nehmen und fragen, was sagst du dazu? Dann hat er nicht viel dazu zu sagen. Ja? Ja, das ist das ganze Spiel. So, jetzt kann man das abspeichern. Jetzt habe ich zum Beispiel, und dann können wir ein bisschen fragen, dann kann ich Ihnen noch. So, wir haben jetzt hier Load Song. Jetzt habe ich zum Beispiel hier von allem Boom habe ich schon gemacht. Von allen dieser. So, jetzt sind jetzt 10.000 Bilder. Mir fällt da die Thumbs in 1000er Bucks von der Datenbank. Das muss ich verbessern. Ich habe schon eine Idee, wie es geht. So, es sind immerhin jetzt 10.000 Bilder. Da muss man ein bisschen tolerant sein. So, und jetzt kann ich einfach sagen, okay, das ist A. Da habe ich jetzt ein großes, weil das viele Bilder sind. Und jetzt kann ich auch den hier nehmen
und auf ein neues Dokument machen. So, dann wähle ich hier irgendetwas aus und dann sieht man die Elemente dazu. Was immer Sie drin haben in dem Ordner. Also wenn die dann neue Nachrichten machen, gehen wir auf die Nachrichten. Ich sage jetzt einfach hier load SOMB. Können das auch parallel haben. SOMB open. Jetzt gehen wir statt auf den, ups, nochmal. Gehen wir auf Movies, finde ich auch sehr lustig. Da habe ich einen, hier die Summe ist hier. Jetzt ist er wieder irgendwie, jetzt muss er wieder 10.000 Bilder laden. Ja, das ist nicht so richtig lustig. Eigentlich muss man dynamisch mit 100.000. Das kriege ich auch noch hin. So, jetzt ist er durch. Wenn ich das jetzt anschauen will, machen wir das mit diesem Ding hier auf B. Das ist jetzt die SOMB für die Movies. So, das sind die Movies. Das sind ist der Output von den Movies. Gehen wir hier an den Output von, dafür brauchen wir wieder dieses Kommando hier. Ich muss das Dynamische hier aus. Ich schalte das Dynamische aus. Das macht mir. So, jetzt haben wir das hier. Jetzt gehen wir hier hin. Mache ich den da drunter. Zum B. So, und wenn ich jetzt hier wähle, zum Beispiel hier, dann sieht man die ganzen Szenen von dem Film. Ja. Das heißt, Sie nehmen jetzt einen Screenshot von dem, fragen die Bilddatenbank von den Movies und finden den Film. So, Sie nehmen ein Bild von einem Film und fragen die. Das ist hier, ne? So, jetzt nimmt man den hier. Copy. Und fragen. So, jetzt haben wir die andere. Alles ein bisschen, wir brauchen größere Bildschirme. Und fragen jetzt hier, Ihnen hier, ISOM A, was sagst du dazu? Ja? So, man merkt jetzt, dass das jetzt davon abhängt, dass Sie erstens viel haben und dass Sie zweitens das im Prinzip relativ sorgfältig auswählen und konstellieren, was da miteinander sprechen soll, sodass das jetzt nicht vollkommen wild und absurd wird. Und Sie sehen, dass jetzt zum Beispiel mit dem Design Boom hier, dieses Ding hier, vollkommen anders funktioniert, wie das mit den Filmen. Es hat einfach eine ganz andere Sprache. Und dadurch wird es interessant, die miteinander sprechen zu lassen. Die Verknüpfungspunkte sind aber nicht trivial, was man an dem Unsinn sieht, der da rauskommt. Wenn Sie aber jetzt Punkte finden, die interessant sind, dann haben Sie schöne Storylines. Und dann kriegen Sie etwas Bedeutungsvolles, dann ist das eine erfolgreiche Form von Kommunikation, von Identitäten, die umeinander schwirren und einfach sich anfangen, was zu sagen zu haben.
So ist das Spiel. Jetzt habe ich das mit Musik. Ich kann es Ihnen auch zeigen. Das ist auch sehr lustig. Das ist Musik. Gehen Sie hier. Kraftwerk, bam. Ja, ja, das nicht. Okay, nochmal hier und. Ah, das ist ein YouTube und dann haben Sie hier die Musik dazu. Ja? Prince. Jetzt können Sie aus den Filmen Musik holen, aus den Texten Bilder, ne? Hier, also, das funktioniert noch nicht wirklich gut. Die Bildwelt ist anders aus den Büchern. So, die Bildwelt der Bücher sieht anders aus. Books, Architekturbücher. Das wird dann jetzt interessant, wenn wir wirklich alle Bücher haben. Deswegen brauchen wir diese vielen Scans. Und deswegen muss es einfach sein, dass Sie die Scans in diese Umgebung kriegen. Das ist die Bildwelt unserer Bücher. Von 8 Architekturbüchern. So, es geht jetzt. So, was Sie jetzt schauen, und ich denke, hoffe, dass Sie da ein Verständnis dafür kriegen, worum es geht und was es, ich will das nicht, also das, was üblicherweise immer passiert ist, dass die Sachen eng geführt werden, dass man immer Lösungen sucht für irgendwas mit dem und Sachen ausperformt und so weiter. Sie sehen, dass das fantastisch wird. Ich möchte gerne, dass das bunt und sich öffnet. So, und ich glaube, dass auf diese Art und Weise sie jetzt sowas wie diese Moodboards in ihrem Büro gibt, dass das anfängt zu flimmern. In einer kopernikanischer Wende. Und jetzt geht es darum, mit diesen Elementen, die so flimmern, Modelle zu bauen. Das Werkzeug, diesen Arbeitstisch, um Modelle zu bauen, glaube ich, ist jetzt damit etwas, was ich jetzt hier Ihnen programmiert habe in Mathematica, in diesen Editoren. Und damit können Sie das zusammenstellen. Und anfangen, Geschichten zu erzählen, die erfrischend, neu, über die Medien hinweggehen und so weiter. Und die jeweils einen kompletten Kontext haben, also die wirklich lebendig sind. Weil da alles dahinter ist, der ganze Film, das ganze Buch und so weiter. Und Sie können das jetzt recht elegant, beliebig miteinander kombinieren und auch aktiv halten. Auch das, was Sie dann schreiben, ist selbst wieder Teil dieser Moodboards. Sie können, diese Dinge sind ja selber wieder indexierbar, was Sie schreiben. So, das ist die Vorstellung. Erste, dass Sie an dieser Idee Interesse finden. Und ich möchte auch gerne, dass Sie jetzt in der letzten Übung das einmal ausprobieren, etwas, und einen Text schreiben damit. So. Wir werden jetzt, das werde ich nächstes Mal vormachen, das Gleiche mit dem Text machen. Also die gleichen Bücher, aber mit Texten. Mit den Bildern fand ich das einleuchtender, worum es geht. Mit den Texten ist immer ein bisschen schwierig, was das soll. So, Sie sehen jetzt, dass es mit Farben funktioniert, das ist so, wie es immer erzählt wird. Da kommt man aber nicht richtig raus, dass es was Kopernikanisches ist. Da Farben ist dann eben ausgebreitet und dann denkt man immer, es ist eine Karte und so weiter. Es geht nicht um Karten. So, jetzt sehen Sie, dass das mit den Bildern genauso läuft. Mit den Texten ist das wieder so. Da ist es ein bisschen schwieriger zu sehen. Sie können dann Texte und Bilder kombinieren und so weiter. Sie können auch das mit der Musik machen, das schaffe ich aber nicht in dem Semester.
dass wir das mit den Tönen von den Videos und mit den Tönen von den Musiktracks auch so machen und die auch clustern. Und jetzt habe ich Ihnen dann erzählt, das ist das Prinzip. Und ich glaube, man kann das alles gleich behandeln mit der gleichen Maschine. Und Sie sehen jetzt auch, dass die Art und Weise, wie sich das einsortiert und clustert, davon abhängt, wie dieser Vektor gebaut ist. Ein wirklich interessantes Stellschraube für den Geschmack, wie sowas funktioniert, ist diese Erzeugung von dem Vektor, dass ich sage HSB und Fourier. So, wie messen Sie das? Also was ist Ihr sensorischer Apparat, auf die Ereignisse zu gucken? Da kann man viel dran machen. So, der Rest ist relativ generisch. Also was Sie machen müssen, ist, müssen reich sein an Informationen, die für Sie relevant sind, dass Sie ein schönes Spektrum von Dingen haben. Das, was ich immer sage, Sie müssen reich sein, Sie müssen alles kennen. So, das muss gut sortiert sein, dass Sie ein gutes Repertoire haben. Dann brauchen Sie ein interessantes Sensorium. Dann muss er halt laufen und dann geht es darum, gute Geschichten zu erzählen. Also damit was Vernünftiges zu machen, was die Welt nicht gesehen hat. Das ist es. Gut. Was meinen Sie? Okay. Keine Fragen. Können Sie sich sowas vorstellen? Also für mich wäre das wichtig, dass man ein bisschen sehe, was Sie von solchen Sachen denken. Für mich ist das alles irgendwie klar. Ich bin sehr glücklich, dass ich habe das immer so überlegt, dass man es jetzt tatsächlich so machen kann. So, wir haben jetzt in der Forschung das eine oder andere PhD, die im Prinzip sich so bewegt. Das heißt, wir Sie haben das ja auch in den Kursen, in den Wahlfächern sehen Sie ja, wie die Leute da ungefähr so arbeiten. Aber das jetzt so präzise und etwas sehr generisch als Arbeitswerkzeug zu bauen, das ist neu. Und da bin ich eigentlich sehr glücklich, dass das recht reibungslos funktioniert. Ja. Also ich sehe noch eine Gefahr jetzt bei dieser Bildercluster. Das ist rein optisch passieren ist, und die Bilder haben meistens eine Bedeutung, die aber nicht zum Clustern genommen werden. Das ist eigentlich, wenn es Architekturbilder sind, ein Gut, da zeige ich Ihnen auch noch was. Da gibt es jetzt hier Image, Identify. Genau. Image Identify. Und jetzt gehen Sie hierher und ja, wir haben ja jetzt selber genug Bilder. Wo haben wir denn jetzt hier die Dinger? Lala. Zu viel durcheinander. So, jetzt gehen wir zum Beispiel hierher, nehmen das Ding hier und sagen Image Identify von, so, nur um zu zeigen, wie es weitergeht. So, das ist jetzt etwas, was Mathematiker zur Verfügung stellt, so wie die Wörter auch. Ja? So, jetzt mache ich
Ist ja vollkommen klar, was ich jetzt mache. Ja? Jetzt mache ich hier dieses Net, wie hieß das da, mit dem, wo haben wir das? Lalala. Haben wir alles zugemacht. Hier, dieses hier, ne? Jetzt kann ich natürlich hier sagen, Lodge, ja? Sie können auch Image Identify zum Beispiel hier sagen, da sagen Sie jetzt alle Aspekte und ich möchte gern 6 davon haben. Nicht schlecht, hm? So, das sind einfach die nächsten Runden. So, das ist jetzt wieder so ein Apparat. Also ich habe jetzt 2 so Apparate. Einer, der darauf trainiert ist, dass man so typische Bezeichnungen hat, wie Hund, Katze, Loggia, was immer. So, Treppenhaus, Küche. Die kann auch Küchen identifizieren, das finde ich super. Ja? So, jetzt gibt es hier eine Küche. Nehmen wir die. Und das weiß er gar nicht, er sieht ja nur ein Bild. Ja? Not good, not bad. Huh? So, das meine ich, ist das Sensorium. Sie müssen, erstens kann man das, weil das ja selber wieder solche Apparate sind. Das heißt, es ist wieder so ein Brain, was jetzt darauf trainiert ist, dass was immer an Bilder rankommt, hinten raus so die üblichen Einordnungen sind. Das ist ein gewisses Bildverständnis. So, das nimmt man einfach. Das ist im Internet verfügbar. Oder jetzt, wie man aus einem Wort, also wie man das Wort in einen Vektor setzt, mit Wortbedeutung, sodass man Arithmetik über Wörter machen kann. Also König, weniger Königin, plus, nee, König durch Königin, mal Prinzess ist Prinz. Kann man ausrechnen, gibt es, ja, funktioniert. Das ist ein ganz schönes Beispiel. Also er erkennt, dass es Menschen sind, er kann dann das Alter bestimmen von den Leuten und so weiter. Und dann ist aber wieder ein anderes, das muss man aber selber trainieren. Dass wenn sie Faces haben, dass sie die selber trainieren und sagen, das ist der, das ist der, das ist der. Und dann haben sie mit der Zeit, kriegt er das so. Das sind alles Maschinen, die da sind. Also ja, klar. Was eigentlich spannend wäre, wenn wir das Bild in unseren Daten, in unserer Datenbank ist es ja gekoppelt mit einem Text und der Text ist der Kontext zu unserem Bild. Und wenn wir das in die Identify-Funktion einbeziehen können. Genau, das ist jetzt die Vorstellung. Das werde ich Ihnen nächste Woche zeigen. Deswegen meine ich mit den Texten. Also erst mit dem Image Identify, ich weiß nicht, da landet man immer in diesen blöden Klischees. Das kann man machen, ist alles sehr schön. So kann man. Und das sind dann auch Dinge, die man einfach hinterher tut, um das zu verfeinern. Wichtig ist es, ist das Sensorium, von dem ich gesprochen habe. So, ich werde Ihnen nächste Woche das mit dem Text vorstellen. So, und dann machen Sie das jetzt einfach so, dass Sie ein Sensorium haben, dass man Texte zu einem Vektor machen kann. Und dann machen wir einen Sensor, der einfach das Bild mit ein bisschen Text oben drüber, also mit dem umgebenden Text, in einen Vektor setzt. Und dann kriegen Sie Bilder kontextualisiert, geclustert. Dann sieht man in diesen Dingen dann nur noch Unsinn, da kann man es nicht mehr sehen, aber man klickt da drauf und man wird dann beim Lesen von diesen Stellen, die dann vorgeschlagen wird, einen Zusammenhang sehen können. Dann wird es wirklich lustig. Ne? So, die Maschine bleibt, das sind immer diese Orthogonalitäten, die Maschine bleibt immer gleich. Sie müssen dann das Sensorium ändern. Und etwas komplexer machen. Jetzt ist es banal. Ein Bild
dann auf die Frequenz oder das Zusammenspiel der Farben in der physiologischen Darstellung. Mehr ist es nicht jetzt. Was schon lustig ist, um was optisch wiederzufinden. Das ist für mich zum Beispiel einfacher als das Namen behalte ich nicht, aber den optischen Eindruck behalte ich. Das würde ich jetzt sehr schnell viele Dinge finden. Szenen in Filmen findet man so fantastisch, ja? Und das kann ja alles koexistieren, alles gleichzeitig. Und ich glaube, der Arbeitstisch, mit dem Sie dann, also die Workbench, auf dem Sie arbeiten und Ihre Entwürfe machen, der ist so ausgestattet. Sie haben immer diese große Menge an Elementen, das ist Ihr Moodboard, und der Arbeitstisch ist so ausgestattet, dass die Dinge lebendig sind. Wir hatten auch noch eine Frage. Ja, eine noch sehr technische, ganz andere Frage vielleicht, von wenn man selbst Dokumente hat, die man mit einpflegen will in die Bibliothek und die man allgemein verfügbar machen, dass man den eigentlichen Inhalt nicht immer mit weitergeben muss, wenn man es mit anderen Personen teilt. Gibt es irgendeine Form von Server, von Cloud, wo es wirklich die, wo man sich diese Plain Texts anzeigen lassen kann. Bei den meisten wie der Polybox als Beispiel ist es immer in einem Layout eingebettet und Mathematiker kann es da nicht rausziehen, weil es nicht als Text, sondern als Datei dort drin liegt. Also man auch über. Nee, das kennen wir unsere Parser. Also da muss man, um jetzt Dinge zu bekommen, muss man opportunistisch sein. Da gibt es nichts. Man muss nicht davon ausgehen, dass man versteht, was das ist. So, deswegen habe ich Ihnen das mit den Parsern erzählt. Deswegen ist das mit dem Scannen und dem PDF und so weiter. So, das, was wir jetzt trainiert haben, ist, was ich Ihnen gezeigt habe, wie man vom PDF, und das haben wir auch trainiert, wie man vom PDF ein Dokument, also Bilder und Texte rauskriegt mit ein bisschen Layout-Information. So, das war vom PDF, jedes PDF. So, dann habe ich Ihnen gezeigt, wie man aus dem Internet die Dinge parsen kann. So, und dann habe ich Ihnen das ja in Code gegeben, gezeigt. Und so, jetzt damit, ja, die muss man es halt machen. Und da muss man opportunistisch sein. Das ist der Parser. So, deswegen habe ich diese Schritte gemacht. Und das, was strukturell jetzt, was ich vorschlage, was Neues ist, wie das Internet funktioniert, ist, dass Sie immer so diese Datenbank haben mit diesen weltweit einmaligen Nummern auf jedes Fragment, was Sie irgendwo auf dem Internet sehen. Und dann wird das immer nur präsentiert. So, was ich Ihnen jetzt, was das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich einen Editor dazwischen mache. Das heißt, Sie haben jetzt das Internet, die Datenbank und den Editor. Und dadurch dreht sich das, wird das selbst hinzugefügt. Sie haben das gleiche Problem wie alle Leute im Internet, dass sie einfach die Strukturen nicht hundertprozentig abbilden können. Sie müssen einfach ein bisschen arbeiten, und sobald das regelmäßig ist, weil das von irgendeinem konsistenten Server kommt, können Sie ja ein kleines Programm schreiben, das kann das dann übernommen werden. Ansonsten müssen Sie, Worst Case ist immer Copy and Paste von dem Text und fertig, so, oder von den Bildern. Ist auch dann da. Dann legt man sich selbst ja immer in der Datenbank auch als Datei an und greift nicht nur im Moment darauf zu, indem man es nutzt und merkt vielleicht, es interessiert mich, es passt überhaupt nicht ins Schema, es passt nicht zusammen, ich brauche es nicht, dass man sozusagen wie einen Live-Zugriff auf andere Bibliotheken haben könnte, wenn man sich austauscht und nicht die gesamten Daten bei sich nochmal abspeichert. Ja, aber dafür gibt es ja die Browser im Internet, da gucken Sie das halt an und werden dann halt spezifischer. Aber ich würde eigentlich an dieser Stelle, wo Sie parsen, relativ lässig sein, weil Sie ja kein Problem mit der Menge haben. Und das wird ja nachher sortiert. So, also die Vorstellung, dass Sie Arbeit haben mit einem Dokument, die ist, glaube ich, die funktioniert, weil das ist mit den Maschinen.
Und deswegen wäre ich erstens mit den Fehlern und dann zweitens mit der Menge der Dokumente und auch mit dem Unsinn, den man hat und mit der fehlenden Ordnung, die man hat, da wäre ich relativ lässig. Weil die Ordnung machen sie nachher über die Sortiermaschine. Und dann schmeißt er weg, wenn sie nicht mehr brauchen, wenn es ihm lästig wird. Ich wäre vorsichtig damit, zu viel Arbeit zu verschwenden im Sortieren und Korrigieren und so weiter. Da müssen sie sehr viel pragmatischer werden, als man das gewohnt ist. Vorstellung, dass Sie in dem Mathematiker-Dokument, dass das dann Ihr Dokument wird, weil Sie es kommentieren, weil Sie da selbst arbeiten damit, Sie schreiben da ja, markieren und so weiter, das ist dann Ihre Kopie. Und wenn, das können Sie nicht scheren, wollen Sie auch nicht scheren. Also Sie arbeiten, das ist ja Ihre Arbeitsgrundlage. Dann sagen Sie, das interessiert mich nicht, schmeißen das weg und so weiter. So, die bauen dann, arbeiten damit. So, das Initiale können Sie jetzt scheren, faktisch. So, die Vorstellung, also die dritte Aufgabe, die ich Ihnen geben möchte, ist, dass Sie entsprechende Tutorials jeweils im Film, also eine DVD brennen und dann auf die Art und Weise zu einem Skript machen. So, das ist die dritte Aufgabe. Was? Da gibt es Tutorials. Das gleiche mit dem Cent-Buch, muss man einfach im Film machen, dass Sie Daten haben sollen. So, und die Bandbreiten reichen für diese Form von Arbeiten nicht aus. Kommen Sie nicht, wir müssen einfach lokal arbeiten. Und auch das, die Vorstellung passt nicht. Also es geht wirklich um ein privates Google. Das heißt, Sie brauchen ein eigenes Datencenter, was Ihre Maschine ist. Nicht groß. Das ist so dicht vernetzt, da kommt es nicht. Wie viel habt ihr denn? Ja, schon. Irgendwie 1 Terabyte. Ja, aber das reicht doch erstmal. Ja, aber ich habe hier noch andere. Ja, aber es sind jetzt, wie viel habe ich jetzt irgendwie? 20 Gigabyte für den ganzen Kram. Den ganzen Film? Den ganzen Kram. Das ist nicht. Das ist nicht so viel. Wenn die jetzt 100 Filme haben wollen, klar. Dann, ja, aber dann haben sie auch 100 Filme. Aber mit den Büchern und so weiter ist das nicht viel. Was jetzt wirklich reinhaut, sind Designboom, weil da pro Blog sind immer irgendwie 1500 Bilder drin. So, da haben Sie immer 300 Megabyte pro, also wenn Sie Designboom, dann Architektur in der Schweiz, sind 150 Megabyte. Designboom, dann Kohlehaas, 300 Megabyte. So, da haben Sie aber auch einen Haufen Zeug, sind über 1000 Bilder von einem Kohlehaas. Ja, so. Können Sie wieder wegschmeißen. Aber so, und dann fängt das halt an viel zu werden. Klar, und dann kostet aber ein Terabyte im Moment 40 Franken. Ja, oder sowas. Aber das in der Cloud zu haben, in Terabyte-Größe oder Gigabyte-Größe, ist eine schlechte Idee. Die Bandbreite passt. Okay.